Warum? Ist das nicht offensichtlich? Es bedeutet, dass wir die Kontrolle haben. Aber wie? Was macht sie so besonders, so clever, dass sie all diese Dinge erfinden konnten und wir Normalsterblichen wie die Idioten herumstolpern? Um fair zu sein, wir erfinden sie nicht. Wir finden sie. Finden? Es sind Geschenke, Mr. Miles. Von denen, die vor uns waren. Wir sprechen später weiter. Die Zeit drängt. Na super, Geschenke sind's. Ich will auch Geschenke haben. Komm, geh dahin, Desmond. Danke. Desmond. Ja, hi. Gut, dann werde ich wohl mal... Ich will eins mal nachsehen, ich will mich immer... Kann ich mit der sprechen? Mit der Tosse? Nee. Kann ich hierauf zugreifen? Vielleicht? Mit so einem Zugangscode? Kann ja sein oder so. Nö, ist nichts. Okay. Okay, schade. Gut, dann packen wir uns mal wieder hin. Setzen mal die ganze Kacke hier fort. Bam. Nehme ich heute vielleicht zwei Parts auf? Bei einem Faustkampf schreiten die Wachen nicht ein. Das ändert sich, sobald sie ihre Waffe ziehen. Faust hier. Bam, bam, bam. So. Tretet ein, Alter, ihr. Quasseln wir mal noch mit dem Typ hier. Ihr schlagt euch gut. 3 von 9 sind tot. Und dafür gebührt euch mein Dank. Aber ruht euch nicht auf euren Lorbeeren aus. Es hat gerade erst begonnen. Ich stehe zu euren Diensten, Meister. König Richard, ermutigt durch seinen Sieg bei Akkon, bereitet einen Zug gen Süden auf Jerusalem vor. Salah al-Din ist sich dessen bewusst und sammelt die Seinen vor der zerstörten Zitadelle von Arsur. Wollt ihr denn, dass ich beide töte? Ihren Krieg beende, bevor er richtig beginnt? Nein. Das würde ihre Armeen zerstreuen und das Land dem Blutdurst tausender zielloser Recken preisgeben. Sie werden erst in vielen Tagen aufeinandertreffen. Und derweil sie marschieren, kämpfen sie nicht. Ihr müsst euch um eine dringlichere Bedrohung kümmern. Die Männer, die so tun, als würden sie in ihrer Abwesenheit herrschen. Liefert mir Namen und ich liefere euch Blut. Das werde ich. Abul Nukut, der reichste Mann in Damaskus. Majid ad-Din, Regent von Jerusalem. Wilhelm von Montferrat, Lehnsherr von Akkon. Was sind ihre Vergehen? Gier, Arroganz, das Abschlachten Unschuldiger. Mischt euch unter das Volk dieser Städte. Dann erfahrt ihr von ihren Sünden. Habt keinen Zweifel, dass diese Männer dem Frieden, den wir suchen, im Wege stehen. Dann sollen sie sterben. Ihr habt euch ein weiteres Ausrüstungsstück verdient. Nehmt es. Macht es euch zunutze. Kehrt nach jedem Anschlag zu mir zurück, auf dass wir ihre Absichten erkennen mögen. Alles klar. Ich kann auch einfach mal alle in einem Ort versammeln und, Altair, und einen Selbstmordattentat starten. Eure Taten haben wohl die Aufmerksamkeit der Stadtwachen erhöht. Sie werden jetzt misstrauischer sein als zuvor. Mensch, das ist ja super. So, was haben wir jetzt für ein Ausrüstungsstück gekriegt? Was packt er sich da so einen Namen auf? Bin ich muskulös, oder was? Kante greifen. Cool. Kante greifen ist eine sehr gute Fähigkeit. Ist er auf der Flucht? Oh Gott, jetzt will der Typ wieder mit mir Alter reden. Alter, mich dünkt meine Schüler dich dünkt nicht wieder. Ganz, was es heißt, deine Klinge zu führen. Unglaublich. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Was ihr wisst? Er hat also einen leicht schwulen Touch. Muss ich ja sagen. Ihr seid beschäftigt. Nö. Ich verstehe. Ja, ich bin beschäftigt, ich hätte mich auch gar nicht ansprechen lassen, du. Tutorial verlassen, du. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Ja, bin ich sogar ziemlich beschäftigt, du. Ich muss ein paar Männer töten. Glaubt ihr, dass ihr von jemandem... Gut, dann wollen wir doch mal... Oh, ich kann jetzt mein Ziel wählen. Sehr schön. Als erstes wollen wir nach Damaskus Umland. Büro. Ach, zum Büro. Wenn ihnen die Messer ausgehen, füllen sie ihren Vorrat in Bastiaf auf oder bestehlen sie einen Gangster. Ja, in Ordnung. Du kannst mich jetzt auch ein bisschen schneller hinporten. Gut, die Ladezeiten sind ja in Ordnung. Gut. Dann wollen wir doch gleich mal Informationen beschaffen gehen. Mit dem Typ rede ich jetzt nicht, das ist uns. Ich muss in ein neues Gebiet.
Ich denke mal dahin, oder? Ich versuch's mal. Wir waren ja jetzt im letzten Viertel, haben wir diesen anderen Typ umgebracht. Das ist ja Tamir gewesen. Den haben wir jetzt gekillt. Gibt es einen Grund für diesen Schabernack? Und jetzt werden wir uns um Abul Nukut oder so kümmern. Weiß nicht genau, wie der heißt. So. Einfach mal hochgehen. So, genau, das machst du fein. Er wird sich noch verletzen. Kannst du hier nicht hoch? Doch, du kannst hier hoch. Sehr schön. Gut, einfach mal hier hoch. Komm. So. Hier schön hoch. Einmal die Grafik genießen, bitte. Danke. Will irgendjemand was? Ne. Hat schon aufgegeben. Gut. Wollen wir da doch mal hin? Hier. Ist das hier richtig? Gut, versuchen wir da nochmal hinzugehen. Ich nehme jetzt einfach mal eiskalt zwei Parts auf. Oh, da hinten können wir schön hoch. Gehen wir doch da hin. So. Komm, hau rein, Alter, hier. Schmeißen wir ihn mal runter. Und bam, da ist er aufgelöst. Oh, dann jetzt schreien sie rum. Das wollte ich nicht. Oh, schöner Palast hier. Hier ist auch schon der Aussichtsturm, den wir besteigen müssen. Besteige ihn, Alter, hier. Du alte Schuchtel. Komm, bisschen schneller hier. Wir haben ja nicht ewig Zeit. Ich will hier auch bald den Part beenden. Oh, doch noch nicht in 80. In 8 Minuten erst. Weil ich nehme dann jetzt einfach mal zwei Parts auf. Das ist schon in Ordnung. La. Gut, mal sehen, ob wir schon eine Forschungserinnerung freigeschaltet haben. Nee, haben wir nicht. Gut, dann werde ich den mal synchronisieren dahin. Ich werde erstmal die Gefährte runterspringen. Bang. So. Den einfach mal eiskalt umbringen. Einfach, weil ich es kann. Mal durch. Auch einfach, weil ich es kann. Und nur durchrennen hier. Ja, ich bin auch ziemlich in Eile. Will hier ja nicht ewig rumhängen. Ich schade niemanden. Bäm, ja, einmal durch. Ich habe fast die Wache getroffen. Das wäre nicht so gut gewesen. Wovor rennt er denn weg? Ja, ich renne vor gar nichts weg. Ich kann nur jetzt einfach ein bisschen rennen. Oh, ich jetzt renne ich vorbei von dem Bettler da weg, ey. Greift mich richtig. So, hier mal hoch. Wenn's denn gehen würde. Was ist das für ein Hintergrund für ein Geräusch? Ich höre da so einen Typen. Du wahrscheinlich hier, ne? Du kleiner Assi, ey. Schubst deinen Magen. Wir müssen standhalten. Wie klettert Alter hier denn gerade? Hast du Probleme? Alter, was habe ich denn jetzt für einen komischen Bug? Ja? Oh cool, da war sogar was. Da hatte ich Glück. Ja, genau da sollst du hin. Und jetzt, ja. So, sehr schön. Der traut sich immer was mit dem ganzen Rumgespringe. So. Hier mal hoch. Und dann sind wir auch schon bei diesem komischen Turm hier. Einmal hier hoch. So. Nö, ich will ganz hoch. Habt gesehen, aber eben kann man auch. Oh, das ist ein aber schön hoher Turm. Ja, da kann ich dann weiter. So. Oh, da ist aber jetzt aber wirklich mal ein hoher Turm. Das ist nicht so ein Standardturm. Es gibt ja immer in jeder Stadt gibt es einen Standardturm. Und dann gibt es immer diese besonderen Türme. Und das hier ist irgendwie ein besonderer Turm.
besonders hoch auf jeden Fall. So, hier nochmal hoch. Und dann da hoch. Oh, jetzt hier zur kleinen Nase. So. Komm, hoch da. Hoch da. Gut, dann machst du es halt nicht da. Dann machst du es hier. So. Und synchronisieren. Ah, schöne Grafik. Ja, ja. So, 26 Minuten habe ich jetzt aufgenommen. Da unten haben wir jetzt was. Und das mache ich dann noch. Und dann kann ich auch rum. Der Turm war hoch. Gut, dann werde ich mal diese Nachforschung starten. Nee, den will ich nicht anvisieren. Den da. Oh, ich will, muss den. Oh, da habe ich mich gerade in der Mission geirrt. Also die beiden da muss ich abhorchen. Das heißt abhorchen. Oh, wie heißt denn das doch gleich? Die letzte Lieferung. Ach ja. Gut, sorg dafür, dass er weiß, wie schwierig es war, eine solche Lieferung auf die Beine zu stellen. Ey, stehst du mit deinen Eiern jetzt doch vor, es oder was? Es ist nur Wein. Alter. Einige schlimm. Sind schwach im Glauben. Euer heiliges Buch sagt etwas zu diesem Thema. Ich glaube, lasset sie essen und genießen und von Hoffnung abgelenkt werden. Bald werden sie es besser wissen. Und nie zerstörten wir eine Stadt, ohne dass sie Warner gehabt hätte. Und was soll das bedeuten? Vergesst es. Kümmert euch um eure Dinge. Wie ihr wünscht. Abgehorcht. Nachforschung beendet. Gut, dann haben wir die erste Nachforschung schon gemacht. Du bist ein Arschloch. Wenn ihr in eurem Leben hängt. So. Scheiß Bettler, ey. Ich stehe ja auch nicht an jeder Straßenecke und versuche hier mein Geld zu verdienen. Wann wird er mit dem Unsinn aufhören? So, hier hoch. Ich frage mich, was das für ein Viertel ist. Es gibt immer ein Armviertel, ein Bürgerviertel und ein reiches Viertel. Das wird euch das Leben kosten. Da vorne haben wir noch einen Turm, den können wir noch eben synchronisieren. Hier kommen wir hoch. Oh Gott, darauf sind ja vier Türme. Ich habe keinen Bock, den jetzt zu synchronisieren. Ich nehme einen anderen. Nehme ich irgendwie den da. Dann mache ich den eben noch schnell. Und dann beende ich den Part auch. Dann habe ich zwei Parts aufgenommen, dann rendere ich den schnell weg. Aber das heißt, schnell rendern dauert ganz schön lang, besonders. besonders in 1080p. Das darf man nicht irgendwie aberkennen. So. Oh, eine Flagge. Hier hoch. Da hoch. Und hier hoch. Schön. Das Klettern haben die echt geil gemacht, aber Ubisoft. Ich habe eigentlich schon ein Ubisoft LP gemacht. Ja, Splinter Cell habe ich schon gemacht. Sonst noch was? Ne, Land of the Dead war von keine Ahnung was. Ihr seid hier nicht erwünscht. Was habe ich noch gemacht? Shank war von EA, irgendeinem Studio von EA. Was habe ich noch gemacht? Far Cry ist noch von Ubisoft, sogar genau vom gleichen Entwickler, Ubisoft Montreal, wenn ich mich nicht recht irre. Ja, Ubisoft ist schon manchmal ganz cool. Machen nicht unbedingt die schlechtesten Spiele. Far Cry 3 kommt jetzt auch bald raus. Und Assassin's Creed Revelation kommt ja auch Ende 2011 raus. Das ist auch nicht schlecht. Das werde ich mir natürlich auch holen. Ich bin ein Assassin's Creed Fan, kann man sagen. Oh, jetzt haben wir die Nachforschung da unten rechts freigeschaltet, sieht man. Aber das machen wir im nächsten Part. Bis dahin, ciao.